Hi Leute, hier ist Viktor von Funkfit und Elias von Funkfit. Und wir zeigen dir heute gemeinsam, wie man die Oberschenkelrückseite richtig dehnt und wie man die auch testet auf Unbeweglichkeit. Das heißt, dass du erstmal eingangs weißt, brauche ich diese Beweglichkeitsübung oder ist sie schon eventuell beweglich genug? Und wir zeigen dir auch, was du nicht machen sollst. Es gibt nämlich so eine typische Beweglichkeitsübung, die so gut wie jeder macht und woran auch möglichst jeder glaubt, festmachen zu können, dass er unbeweglich ist. Elias, magst du einmal kurz Rumpfbeuge demonstrieren? In gut? Ja, einfach mal so, damit die Leute eine Idee haben, was häufig als Test genommen wird und was mal so ziemlich wenig taugt, um die Beweglichkeit der Oberschenkelrückseite zu überprüfen. Warum ist dieser Test so schlecht, den der Elias gerade demonstriert hat? Erstens ist es so, wenn du jetzt eine steife Oberschenkelrückseite hast, ist es meistens so, dass die Oberschenkelrückseite halt bei diesem Test ziemlich wenig gibt im Vergleich zum Rücken. Es werden nämlich viel mehr Gelenke getestet bei dieser Überprüfung. Du hast nämlich die gesamte Wirbelsäule und meistens ist es so, wenn du einen steifen oder verkürzten Hamstringmuskel hast, dann wird der Rücken entsprechend kompensatorisch rund. Das musst du dir so ungefähr so vorstellen, als ob du zwei verschieden steife Bänder hast. Das schwarze Band gibt jetzt wesentlich weniger als das dünnere orangene Band. Und ich stelle mich mal hier jetzt mit der Ferse drauf. Wenn ich jetzt in die Rumpfbeuge gehe, bei gestreckten Knien, ist jetzt hier meistens Schluss bei vielen und dann kompensieren die Leute aus dem Rücken. Das heißt, man testet nicht zwangsläufig, wie beweglich man auf der Oberschenkelrückseite ist, sondern man testet ziemlich viel auf einmal, wie beweglich man insgesamt einfach nur in der Rumpfbeuge ist. Und das gilt es einfach zu vermeiden. Es gibt einen viel besseren Test und den zeigen wir dir jetzt. So, bevor du drauf losmobilisierst, ist erstmal wichtig zu wissen, brauchst du überhaupt eine weitere Beweglichkeitsverbesserung der Oberschenkelrückseite oder reicht deine Oberschenkelrückseitenbeweglichkeit eventuell schon? Hierfür verwenden wir jetzt den ASLR. ASLR steht für Active Straight Leg Raise und das ist ein Teiltest. Viele kennen ihn auch aus dem FMS, den Functional Movement Screen. Ich verlinke dir hier oben auch noch einen Link zu einem Artikel, falls du nicht weißt, was der FMS ist. Und Elias hat sich jetzt hier in die Ausgangsposition gelegt. Die Arme sind etwa 45 Grad abgespreizt, Handrücken berührt den Boden. Dann, Elias, schließ mal beide Füße, zieh die Fußspitzen an. Sehr gut. Und jetzt hältst du bitte das Bein gestreckt und es bleibt auf dem Boden. Die Hüfte bleibt auch plan auf dem Boden. Und jetzt hebst du mal das Bein mit gestrecktem Knie langsam hoch. Soweit du es halt durchführen kannst. Perfekt. Und Ende. Halt mal kurz hier. Ich schaue jetzt hier bei Elias, wo seine Knöchelgabel ist, sprich also diese seitlichen Knöchel. Stell dann den Stab hier so senkrecht auf. Geh wieder runter, Elias. Perfekt. So, okay. Ich mache mal kurz das Mikro hier fest, damit ich das nicht halten muss. Und was sagt der Test jetzt aus? Im Falle der Beweglichkeit von Elias, man ist ausreichend beweglich, wenn das Lot der Malleolengabel, sprich hier an der Stelle jetzt, senkrecht über der Mitte, also zwischen der Mitte des Oberschenkels und der Kniescheibe ist. Sprich, das wäre theoretisch gut genug. Elias, heb nochmal kurz hoch. Stopp. Das heißt, wenn Elias bis hier hinkommen würde, das heißt so ab hier bis ungefähr hier, wäre beweglich genug. Und dann müsste er theoretisch nicht weiter seine Beweglichkeit verbessern müssen. Das würde jetzt komplett ausreichen für eine gesunde Hüftbeweglichkeit, für einen gesunden Rücken, sodass der Rücken beim Beugen nicht weiter kompensieren muss. Wenn er jetzt zum Beispiel nur bis hier hinkommen würde, das heißt, hier ist jetzt die Kniescheibe, zack, er wäre jetzt mit dem Malleolengabel leicht darunter, könnte sein Bein jetzt nur so weit aktiv heben, dann wäre seine Beweglichkeit auf der Oberschenkelrückseite nicht ausreichend, um an alltäglichen Bewegungen möglichst verletzungsfrei davonzukommen über die vielen Jahre seines möglichst langen Lebens, hoffen wir. Weil sich in diesem Fall, wenn die Beweglichkeit nicht ausreicht, der Körper versucht, die Beweglichkeit woanders herzuholen, in der Regel halt aus dem Rücken. Und in so einem Fall müsste man jetzt was dafür machen, also sprich die Beweglichkeit weiter erhöhen. Ich zeige dir nochmal für dich zu Hause, wie du den Test am besten nachmachst.
Das habe ich nämlich gerade so ein wenig übersprungen. Du misst ungefähr ab der oberen Kniescheibenseite hier und zwischen der vorderen Hüftkante, so mit dem Augenmaß die Hälfte aus, setzt dir eine Markierung hin oder merkst dir einfach die Stelle, wie weit die Malleolengabel gleich im Lot sein muss, um Mindestmaß zu erreichen. Und zwischen diesem Bereich solltest du im Idealfall sein. Wenn du drüber bist, ist das jetzt nicht wirklich schlimm. Du bist dann halt sehr, sehr beweglich. Nur du solltest auch gleichzeitig auch viel Stabilität mitbringen, um diese Beweglichkeit zu kontrollieren. Weil ich sage immer, mit einer sehr, sehr großen Beweglichkeit folgt auch eine sehr, sehr große Verantwortung, diese Beweglichkeit zu stabilisieren im Gelenk, da sonst äußere Kräfte, wenn das Gelenk zu lax ist, dich in diese endgradige Beweglichkeit reinstoßen können und du könntest dich potenziell verletzen. Deshalb an sich ist es nicht schlimm, aber für eine gesunde Gelenkkontrolle reicht die Malleolengabel im Lot über der Mitte des Oberschenkels komplett aus. So, kommen wir zu der Dehnung, die ich dir empfehle. Und zwar legst du dich dafür am besten auf den Rücken, um den Rücken auch wirklich rauszunehmen. Denn in der Testsituation hatten wir jetzt wirklich auch nur die Hamstrings, also die Beinrückseite getestet, um den Rücken halt aus der Gleichung rauszunehmen und nur die Hamstring zu testen. Die Dehnung findet etwa so ähnlich statt. Lass dich nicht davon täuschen, dass das jetzt hier gerade doch so entspannt und passiv aussieht. Das machen wir jetzt gleich etwas aktiver. Und zwar positionierst du dich so weit entfernt von einer Wand, möglichst in einem Türrahmen, wo das andere Bein hier so längs durchliegen kann. Und die Ferse ist an der Wand positioniert, mit dem Knie möglichst gestreckt. Elias drückt jetzt mal mit 50% seiner Kraft gegen die Wand, um den Muskel, den er gleich dehnen will, erstmal so ein wenig zu ermüden. Und danach hebt er in seinem Fall recht weit das Bein für 5 Sekunden lang an, spannt dabei den Gegenspieler an. Der Gegenspieler, wenn er angespannt wird, hemmt die Rückseite. Und zuvor haben wir die Rückseite auch noch ermüdet, weswegen sich die Rückseite einfach noch leichter dehnen lässt. Dieses Setup hat zwei große Vorteile. Einerseits nutzt es so die neurologische Verschaltung des Körpers, wie die Muskeln jeweils arbeiten, sich entspannen und dadurch auch besser dehnen lassen. Andererseits wird der Muskel in seiner langen Länge, jedes Mal, wenn Elias mit der Ferse gegen die Wand drückt, in seiner langen Länge auch noch spezifisch trainiert. Ganz viele Muskelverletzungen bei kurzen Muskeln passieren in der langen, langgezogenen Länge, weil der Muskel da nicht effektiv hinkommt und sich in dieser langen Länge nicht richtig anspannen kann. Deswegen ist diese Übung halt so genial und das ist im Grunde auch die einzige Übung, die wir Leuten geben, die eine verkürzte Oberschenkelrückseite haben. Und wie oft machen wir das, Elias? Ja, wir haben es 5-mal gemacht, 5-mal, 5 bis 10 Sekunden jeden drücken und danach in der Folge 5 bis 10 Sekunden von der Wand das Bein abheben. Und was ihr machen könnt, wenn ihr dann beweglicher werdet, dass ihr quasi hier Stück für Stück mit dem Po einfach näher zur Wand rutscht. Das wären die Progressionen. Das heißt, man startet irgendwann hier, weil man noch nicht so beweglich ist. Und wenn es nach 1, 2, 3, 4, 5 Wochen, vielleicht 1, 2 Monaten besser wird, rutscht ihr hier Stück für Stück näher ran und habt dann quasi einen größeren Bewegungsradius, den ihr hier trainieren könnt. Sehr gut, super, genau. Jo, wenn dir das Video gefallen hat, wie immer liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Ich verlinke dir hier an der Seite auch noch den Test und die Beweglichkeitsübung für die andere Seite der Hüfte, nämlich für die Front, die Hüftbeuger. Muskulatur, wie du testest, welcher Hüftbeuger verkürzt wird und wie du den Hüftbeuger am besten dehnst und welche Fehler dabei möglichst vermeidest. Und ja, falls du weitere Themenvorschläge hast oder ganz gerne andere Muskelfunktionstests von uns durchgearbeitet bekommen möchtest, dann schreib das doch einfach gerne in die Kommentare und wir schauen, was sich da machen lässt. Bis zum nächsten Mal.